Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüße euch. Und heute ist das Thema: YouTube soll kostenpflichtig werden. Für diejenigen, die Kommentare geben möchten, soll es ungefähr 10 Cent kosten. Und ja, warum will man das machen oder wo habe ich erstmal die Info her? Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link von GameStar. Die haben es als erstes so ein bisschen, ja, für mich ins Augenlicht gebracht und dachte mir, hey, darüber muss ich mal kurz ein Video bringen. Natürlich, YouTube gehört zu dieser großen, ja, Firma Google, die ja eigentlich jetzt Alpha heißt. Man hat das alles so, ja, um, denke mal, gute Geschäftsmodelle und andere Geschäftsmodelle ein bisschen weiter zu trennen. Und die Aktionäre denken so, Alpha bringt halt nichts mehr und haben nicht so einen großen Aussichten. Und jetzt muss auf jeden Fall was getan werden, um natürlich mehr Aktionäre und ja Geld in die Firma reinzubringen. Und dann lässt man sich was einfallen. Und das haben sie ja schon lange angekündigt, dass man mehr YouTube in die Abo-Richtung schieben will. Und ja, bis dato ist es noch nicht so gut angekommen. Ich glaube, in Europa ist das noch gar nicht angekommen. In Amerika prüfen sie das. Und ja, jetzt möchte man für Kommentare, die ihr gebt, unter meinem Video, unter allen anderen Videos, möchte man Geld verlangen. Das bedeutet, Leute, die zum Beispiel nicht ihr, ja, Google-Konto irgendwie autorisiert haben, dass man da vielleicht ein Guthaben hat, die werden leer ausgehen. Wird es vielleicht eventuell so sein, dass Leute, die kein, ja, Google-Konto haben, überhaupt keine Videos mehr angucken können? Ich denke mal, so weit werden sie nicht gehen, aber Kommentare oder ja irgendein Feedback, das brauchen wir ja, um auf jeden Fall weiter ja, Spaß daran zu haben. Sonst müsste man sich wahrscheinlich Alternativen einfallen lassen, dass ihr dann quasi ja über Twitter oder Facebook eure Meinung oder vielleicht auch auf Steam, weil da kann man ja auch die Videos posten und da könnt ihr ja auch runterschreiben. Aber schlussendlich, was ich aber an der ganzen Sache gut finde, und zwar die ganzen Hater. Wenn jemand angenommen Hurensohn reinschreibt, da gibt es dann quasi so einen Hintergrundfilter, der filtert das raus und dann müssen die Leute, um Hurensohn zu sagen, 5 Euro bezahlen. Ja, nennt man den Hurensohn ein wenig anders, kostet das nur 2,50 Euro. Ja, muss man sich überlegen. Ich habe momentan oder auf meinem Kanal natürlich das Glück, dass ich nicht so viel, ja, dumme Nachrichten bekomme. Vielleicht dumme Fragen, aber dumme Nachrichten nicht. Also kostet das für euch nur 10 Cent. Was den Einzelnen dann übrig bleibt, ob wir was davon abbekommen, das konnte ich noch nicht rauslesen. Aber was ich hoffentlich, ja, denke, dass sie vielleicht sowas reinbringen, um die Leute ein bisschen, ja, vielleicht donaten. Das finde ich auf jeden Fall cool, weil wenn sich Leute Mühe geben und ihr sagt, hey, der Typ hat ein richtig geiles Video gemacht, dann gebe ich denen was. Natürlich sollte das auch so sein, dass nicht mehr YouTube-Geld bekommt, sondern ein Großteil an denjenigen, der quasi das Video macht. Finde ich ganz okay. Aber jetzt Kommentare, weil das ist das Wesentliche. Natürlich wollen sie die ganzen dummen Sprüche und ja irgendwelche Rassismus-Sachen oder ja irgendwelche anderen Anfeindungen, wenn man halt was falsch gesagt hat etc. ein bisschen rausfiltern, um halt ein bisschen höheres Niveau auf YouTube zu bringen. Und Diskussionen werden aber definitiv da irgendwo wegfallen, weil ihr könnt ja mal reinschreiben, würdet ihr 10 Cent für einen Kommentar an YouTube bezahlen? Wenn jetzt 18 zum Beispiel an denjenigen, also an mir gehen würde, ja, wie sieht's denn aus, wenn ich an euch jetzt euch Fragen beantworte, muss ich denn auch zahlen? Dann würde das alles flach fallen, ja, weil die Werbeeinnahmen auf YouTube sind eingebrochen, natürlich zu Weihnachten, und wenn irgendwelche besonderen Events anliegen, können die quasi mehr umsetzen, aber das stagniert, würde ich nicht sagen. Bloß die Aktionäre, so wie bei allen großen Herstellern, ob es nun EA oder Ubisoft etc. sind, die müssen was liefern. Und da sind dann quasi die Aktionäre, die dann verdammt viel Druck machen auf den Publisher. Und der Publisher gibt es dann runter an den sogenannten Hersteller des Spieles und dann kommt manchmal nur Murks raus. Deswegen, ja, ist halt alles global und überall, ja, regiert das Geld, ne? Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Wird das Google durchsetzen oder Alpha, besser gesagt, dass man für Kommentare ja bezahlen muss? Zweitens, würdet ihr denn überhaupt noch kommentieren? Drittens, würdet ihr vielleicht auf andere Alternativen zu denjenigen ja in Kontakt treten?
Das gibt ja viele Möglichkeiten. Ich tue hier automatisch meine Videos dann auf Facebook und dann geht es auch auf Twitter automatisch. Und ja, zeitversetzt dann irgendwann mal auf Steam. Das sind dann meine Verbreitungssachen, die ich dann eigentlich so, ja, forciere. Mehr mache ich eigentlich nicht, weil, Gut ja, gemacht. ich muss ja auch Zeit haben, um Videos zu machen, ne? Ja, Ja. mit den Worten ab unten in den Super. Kommentare, So. weil solange wie es noch kostenfrei ist, sollten wir es doch noch ausnutzen. Ab 1. Juni soll es angeblich losgehen. Na, warten wir mal ab, was da kommt. Mit den Worten macht der Maximus aber einen ordentlichen Fisch. Und ja, haut rein, meine Freunde. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.